Pressekonferenz vor unserem Zweitligaspiel beim SV Sandhausen. Anstoß ist morgen um 18.30 Uhr im Hartwaldstadion. Nach Sandhausen werden uns Stand heute mindestens 150 blau-weiße Anhänger begleiten, denn so viele Karten haben wir hier abgesetzt. Wer da vor Ort noch dazukommt, weiß ich momentan noch nicht. Gegen Aue fürs nächste Heimspiel sind bis dato knapp über 6.000 Karten abgesetzt worden. Und für das Bayern-Spiel, das hat mir die Ticketabteilung noch ans Herz gelegt, soll ich verkünden, dass der Online-Shop soeben rausgenommen worden ist. Das heißt, die restlichen Stehplatzkarten für die Ostkurve können nur noch hier bei uns im Fanshop erworben werden. Dazu gibt es natürlich noch ein paar VIP-Karten. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird da fündig. Bis dato sind fürs Bayern-Spiel knapp 27.000 Karten abgesetzt. Das soll es jetzt gewesen sein von meiner Seite. An meiner Seite Frank Heinemann, der jetzt uns ein bisschen was zum Gegner Sandhausen und unserer Mannschaft sagen wird. Fanny, bitte. Ja, hallo erstmal zusammen. Kurz erstmal zum Stand der Mannschaft. Also Timo Pertl ist klar gesperrt. Beim Henny Gulden sieht es so aus, dass er auch noch nicht so weit ist, dass er bei uns mitfahren kann und auch dementsprechend natürlich nicht bei der U23 spielen kann. Mit Michael Gregorovic ist auch so weit, dass es noch nicht geht. Er wird auch nicht dabei sein. Fabi Holthaus ist da dementsprechend aber wieder zurückgekommen. Und ja, sonst die altbekannten Verletzten, die schon länger dabei sind. Zweimal Jan und sonst sind soweit alle an Bord. Zu Sandhausen, ich meine, so viel muss ich der Mannschaft da gar nicht sagen. Wir haben ganz, ganz großen Respekt vor Sandhausen. Sie haben in Düsseldorf, das haben wir uns auch nochmal angeguckt, verdientermaßen gewonnen 3-1. Sie haben ein sehr gutes Spiel da gemacht, haben davor die Woche zu Hause gegen Leipzig auch ein sehr gutes Spiel gemacht und haben 0-0 gespielt. Also wir wissen, was Sandhausen kann und dementsprechend wird es morgen das Auswärtsspiel für uns schwer. Wir haben uns aber auch darauf eingestellt, wissen, was auf uns zukommt und sind gut gerüstet, um da morgen ins Spiel zu gehen. Prima, besten Dank dafür. Wenn ihr Fragen an Fanny habt, kurzes Handzeichen, das Mikrofon wird euch gereicht. Ich würde euch auch hinsichtlich der Abreisemodalitäten gleich bitten, möglichst alles jetzt in geballter und kompakter Form zu stellen, weil die Mannschaft sich ja noch gleich dann auf die Reise nach Sandhausen begeben muss. Jochen Droll von der Bild fängt an. Fanny, ihr wisst, was auf euch zukommt. Nochmal ganz kurzer Rückblick. Auf dich kommt ja jetzt auch etwas zu, was du vielleicht so auch nicht geplant hattest, die letzten drei Spiele. Kannst du es nochmal aus deiner Sicht sagen? Wie hast du es erfahren? War es überraschend für dich? Und ich meine, jeder weiß, dass du zu Peter nicht nur ein sehr loyaler Assistent warst, sondern auch ein guter, enger Freund. Ja, also ich bin immer noch ein guter Freund von Peter und das werde ich auch bleiben. Ich war genauso überrascht wie Peter selbst. Und alle zusammen, inklusive dann der Mannschaft, haben wir das an dem Dienstagmorgen erfahren. So ist die Situation. Ich leite jetzt das Spiel morgen und die nächsten beiden Spiele und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Klaus Fischer vom WDR. Wie kann man es denn schaffen, sozusagen das von der Mannschaft fernzuhalten, das, was passiert ist? Oder kannst du skizzieren, wie die Stimmung innerhalb des Teams ist? Kann man das in so kurzer Zeit so wechseln, abschalten? Also ich kann jetzt nicht in jeden reinschauen. Sicher ist das eine Situation, weil die von jetzt auf gleich entstanden ist, die natürlich schon Spuren hinterlassen. Aber andersrum haben wir uns natürlich auch seit Mittwoch bzw. seit Dienstagnachmittag dann auch auf den Gegner einzustellen und das ist Sandhausen. Und sicher ist es so eine Situation nicht einfach für die Mannschaft. Wie gesagt, wir haben uns jetzt konzentriert auf Sandhausen, weil das unser Gegner ist morgen. Es ist schwer genug zu spielen und müssen die anderen Sachen ausblenden. Ich hoffe, dass das jeder kann, aber wie gesagt, ich kann nicht in den Köpfen reingucken. Wir schauen mal, wo du das Mikrofon jetzt hinreichen darfst. Ralf Ruzinski von den Ruhrnachrichten. Gibt es morgen eine grundsätzliche taktische, eine andere taktische Ausrichtung? Ja, wir werden morgen ein bisschen anders spielen. Das heißt aber nicht, dass
wir das jetzt anders machen, weil der Peter nicht da ist, sondern der Peter und ich haben ja auch schon über Sandhausen gesprochen. Und das fängt eigentlich immer direkt nach dem letzten Spiel an. Wir werden ein bisschen was verändern, von der Aufstellung auch. Ist natürlich auch daraus schon, dass Timo gesperrt ist. Aber da ins Detail zu gehen, das will ich jetzt nicht. Wir haben da intensiv mit der Mannschaft drüber gesprochen, auch heute noch mal, gestern. Und ich hoffe, dass wir es so umsetzen können. Es wird wichtig sein, weil ich es auch gerade schon mal gesagt habe, Sandhausen ist eine gute Mannschaft. Und wenn man in den letzten zwei Spielen gegen Spitzenmannschaft der zweiten Liga unentschieden spielt, beziehungsweise auswärts gewinnt, dann werden wir auf keinen Fall Sandhausen unterschätzen. Das ist auch nicht unsere jetzige Situation, um überhaupt in so einem Gedanken zu kommen. Wir selber müssen unsere wirklich einfachen Fehler, die wir gemacht haben, am besten komplett abstellen, auf jeden Fall geringer gestalten, um dann auch wieder spielerisch besser zu werden, um letztendlich dann auch erfolgreich zu werden. Joachim Droll nochmal. Fanny, nochmal zu dir. Du bist für die drei Spiele jetzt da. Jeder weiß, ich habe es eben nochmal betont, über dein gutes Verhältnis zum Peter. Hast du ein bisschen Bedenken auch, dass man, wenn ein neuer Trainer da ist, vielleicht dir auch sagt, dass du beurlaubt bist? Also da kann ich alle beruhigen. Ich habe überhaupt keine Bedenken, weil ich gar keine, also da mache ich mir keine Sorgen drum. Also ob ich dann beurlaubt bin oder nicht, das spielt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Rolle. Mich interessiert morgen das Spiel und die anderen beiden Spiele und da hoffen wir, die möglichst höchste Punktzahl zu erreichen. Aber das haben wir immer versucht. Es gibt natürlich auch immer einen Gegner, der was dagegen hat. Die zweite Liga ist sehr ausgeglichen, also ist jedes Spiel sehr schwer. Wir werden alle drei Spiele so angehen, dass wir möglichst erfolgreich sind. Mal schauen, was nach den drei Spielen bei rumkommt. Ich hoffe viele Punkte, aber um meine Person, um meine Situation. Ich werde bald 50 Jahre, ich glaube, ich bin seit 86 jetzt dabei, also ich bin da sehr gelassen. Um meine Person muss ich keine Sorgen machen. Philipp Tollin vom WDR Hörfunk. Ich müsste da doch noch einmal auf Ihr enges Verhältnis zu Peter Neururer anknüpfen. Das muss doch jetzt für Sie schon auch ein bisschen schwer sein, also Geschäftliches und Privates vielleicht zu trennen, so ein enger Freund, so ein langjähriger Freund, der dann einfach rausgeworfen wird erstmal und Sie sind dann der Nächste und Sie sind ein sehr enger Freund von ihm. Ja, ist richtig, das ist eine Situation, die ich nicht jeden Tag habe, das ist klar. Jetzt kann ich auch damit kommen, dass ich sage, wir sind alle Profis und müssen damit umgehen. Das müssen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben das jetzt fokussiert und ganz eng auf die nächsten drei Spiele, die auch relativ schnell hintereinander sind. Na, wenn man mal überlegt, dass nächste Woche Sonntag schon die Hinserie, sogar sind ja schon zwei Rückrundenspiele dann beendet sind. Das eine ist privat, das andere ist jetzt hier der Job. Ich hätte gerne natürlich mit Peter weitergemacht. Die Situation ist so nicht. Jetzt nehme ich die so an, wie sie ist. Und ja, so ist es halt und wie gesagt, um meine Person muss ich keine Sorgen machen. Also ich komme schon mit der Situation klar. Wichtiger ist, dass die Leute, die morgen spielen, mit den ganzen Situationen klarkommen und das letztendlich umsetzen können und damit wir erfolgreich sind. Also das ist das Entscheidende morgen. Wie wollen Sie da weiter Ruhe reinbringen ins Team und auch in den Verein? Jetzt ist es ja Ihre Aufgabe erstmal. Also für Ruhe im Team kann ich sorgen, Ruhe im Verein habe ich jetzt nicht so den Einfluss drauf. Im Team haben wir vorher und arbeiten wir weiter in Ruhe. Also wir haben auch vorher in Ruhe gearbeitet mit der Mannschaft. Ich glaube, sagen zu können, dass das Verhältnis zwischen Trainer-Team und Offiziellen, so schön wie man es sagt, und Mannschaft harmonisch ist. Ich glaube, dass es ein guter Umgang ist, dass jeder zum Trainer gehen konnte, wenn er Probleme hatte, jeder mit dem Trainer sprechen konnte. Ich glaube, dass der Umgang sehr, sehr gut intern ist und den werden wir natürlich auch so weiter für die nächsten drei Spiele. Also da sehe ich jetzt die Problematik nicht, weil es war jetzt wir waren ja nicht zerstritten untereinander. Also da in der Hinsicht haben wir ruhig trainiert, in Ruhe mit der Mannschaft und das werden wir jetzt auch bis zum nächsten Sonntag, zum letzten Spiel gegen Aue tun.
Das war ja schon sehr überraschend. Also da muss man doch schon als neuer Trainer ein bisschen Ruhe reinbringen. Das ist meine letzte Frage. Ja, es ist überraschend, die Situation. Das habe ich jetzt aber auch schon mehrmals gesagt. Aber Ruhe im Training. Also ich glaube nicht, dass wir dann alle auf den Trainingsplatz gehen und sagen, oh hoppla, hoppla, was ist da passiert? Na, wir haben vorher miteinander gesprochen und dann sprechen wir das Training an und dann ist Training. Na, jeder verlangt von uns morgen ein vernünftiges Spiel zu. Na, da können wir auch nicht sagen, was war, sondern morgen ist das Spiel. Und darauf haben wir jetzt die letzten Tage hingearbeitet und ich hoffe, dass es morgen klappt. Das ist klar. Vielen Dank. Michael Eckert von der WAZ. Vielleicht abschließend noch ein Wort zu dem Thema, dann können wir das ja mal in Ruhe lassen. Ne? Ich denke, du wirst einen Moment überlegt haben, wie du dich da verhältst, nachdem das passiert ist. Kann man sagen, dass du es jetzt machst, ist auch ein gerütteltes Maß Pflichtbewusstsein, Pflichterfüllung? Ja, es ist alles. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben in dem Augenblick, Vergangenheit, weil Peter ja nicht mehr da ist, wir haben gut mit der Mannschaft zusammengearbeitet. Und jetzt stehen 3 Spiele dieses Jahr noch aus und das führe ich jetzt weiter. Und sicher sind Situationen, ich bin zum VfL Bochum gekommen durch Peter Neururer, zurück zum VfL Bochum und das war derjenige, der sich für mich hier ausgesprochen hat und mich vom HSV zurückgeholt hat. Sicher hab ich das im Kopf, aber es geht letztendlich darum jetzt, wie gesagt, die Arbeit, die vernünftig war, jetzt die nächsten 3 Spiele weiterzuführen. Philipp Rentsch, Westland. Inwieweit setzen Sie jetzt trotzdem noch eigene kleinere Schwerpunkte, soweit das überhaupt möglich ist in den nächsten 3 Spielen? Weil Sie sind ja jetzt der Chef. Ja, erstmal haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Und das hat nicht nur mit Freundschaft, sondern mit der Zeit zu tun, dass man tagtäglich zusammen ist. Ich habe irgendwann mal den Spruch gemacht, dass ich habe ja schon ein paar Cheftrainer gehabt, dass ich mit dem Cheftrainer mehr zusammen bin als mit der eigenen Frau. Und das ist keine Floskel, das ist nun mal so. Weil wir mindestens 6, teilweise auch mal 10, 12 Tage hintereinander, ne, wo man gar nicht frei hat, jeden Tag sich sieht, so viel sehe ich dann meine Frau nicht. Aber das muss natürlich passen. Dass ich selbst natürlich auch für mich ein eigener Mensch bin und eigene Ideen habe, die ich aber auch immer einfließen konnte beim Peter, das ist natürlich selbstverständlich. Jeder wird irgendwo irgendwas anders machen. Aber ich werde jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, weil dann hätte ich ja auch vorher in der Zusammenarbeit was falsch gemacht. Felix Groß, Radio Bochum. Die Mannschaft hat sich ja jetzt in den letzten Wochen eher von Spiel zu Spiel gerobbt, sowohl ergebnistechnisch als auch fußballerisch. 4-0 gegen Aalen, klar, aber auch das war jetzt nicht die riesige Glanzleistung. Wie wichtig sind denn diese letzten 3 Spiele auch im Hinblick darauf, dass man sich vielleicht mal so ein Aha-Erlebnis, so ein Wow-Erlebnis einfach mal erarbeiten muss, erzwingen muss, um auch wirklich mal einen Stimmungsumschwung jetzt hinzukriegen nochmal? Also wir wissen natürlich selber, dass wir momentan nicht den Fußball und vor allem den erfolgreichen Fußball der ersten Spiele nicht spielen. Das wissen wir auch. Da gibt es mehrere Gründe, aber dass wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt dieses Aha-Erlebnis brauchen, also das braucht jede Mannschaft, das ist natürlich ganz wichtig. Wir haben natürlich auch analysiert, dass ein 4-0 zu Hause gegen Aalen nicht rosig war, das wussten wir auch, gerade speziell erste Halbzeit. Wir wissen auch, dass es in Ingolstadt nicht gepasst hat. Ja, aber, und wir wussten auch, dass es hier jetzt gegen St. Pauli nicht gut war, das wissen wir ja. Und ich glaube, das Entscheidende wird auch sein und unter anderem, dass wir in dieser Saison zu wenig zu Null gespielt haben. Aus verschiedenen Gründen auch wieder, da brauchen wir auch nicht ins Detail gehen, aber das wollten wir vorher auch abstellen. Und das wird auch morgen wichtig sein, dass wir da das schöne Wort kompakt stehen. Ich sage aber, kompakt heißt ja nicht immer hinten oder kompakt heißt ja, im Ball näher, ne? Und dass ich Druck auf den Gegner ausüben kann, dass ich in den Bereichen, wo die Balleroberung möglich ist für uns, Druck ausüben kann, wo wir dann den Ball haben und auch selbst nach vorne spielen können oder falls wir ihn verlieren, sofort wieder Druck ausüben können. Und das kann in der gegnerischen Hälfte sein und das muss auf jeden Fall in der eigenen Hälfte sein. Also die Kompaktheit, die Sicherheit und was ich auch vorhin schon gesagt habe, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Das wissen wir alle, das haben wir auch gezeigt den Jungs.
Wir haben die Räume, die wir gehabt haben, nach vorne zu spielen, nicht genutzt. Das haben wir auch gezeigt. Also nicht nur jetzt diese Woche, also ich rede auch von der Vergangenheit. Also wir haben das auch immer gezeigt. Und wenn man dann hier sitzt und das sieht, dann sagt auch der ein oder andere Spieler, oh, das ist mir so im Spiel gar nicht vorgekommen. Aber wichtig ist nicht, dass wir das nur immer zeigen, sondern dass wir auch wieder dahin kommen, das zu ändern. Was vielleicht auch am Anfang der Saison war, dass wir von 3 Torchancen 2 gemacht haben. Das ist nicht immer so, das kann auch nicht durchgehen. Und ja, vielleicht haben wir morgen 2, 3 und wir machen 1, 2 Tore und dann hoffen wir mal, dass es dran reicht.